Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Miniaturabenteuer in Grounded. Letztes Mal haben wir einen Laser repariert. Dann gab es eine mysteriöse Explosion. Der sind wir auf den Grund gegangen und wurden dort von unserer hauseigenen Tyrante gefressen. Weswegen wir nun wieder hier bei der Forschungseinrichtung sind. Das bedeutet für uns, wir müssen den ganzen Weg zurücklaufen, den Rucksack bergen, hoffen, dass wir nicht gefressen werden unterwegs. Und dann müssen wir uns die Forschungsanlage, die wir dort gefunden haben, noch untersuchen. Denn dort ist noch ein Knopf, den wir bis jetzt noch nicht gedrückt haben. Und bei der Gelegenheit können wir auch nochmal unser Lager irgendwie aufschlagen. Denn wir sind ja minimalistisch, wir sind ja Zelten. Aber wir haben unser kleines Zelt leider noch gar nicht aufgebaut. Ich bin mir allerdings auch nicht mehr sicher, ob wir das überhaupt noch an dem Baum aufbauen sollten. Denn da sind so ein, zwei kleine Krabbeltierchen, die haben so ein Problem mit uns, wie es mir scheint. Aber wir werden erstmal wieder zurücklaufen. Können wir irgendwas craften? Haben wir denn irgendwas herstellen? Wir können schon mal ein grobes Seil machen. Das brauchen wir ja letztendlich. Und es wäre ja nicht schlecht, wenn wir noch mal einen Kieselspeer hätten, aber dafür fehlt uns Pflanzenfaser. Da müssen wir noch einmal Pflanzenfasern finden. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Wir brauchen ja nur ein bisschen Unkraut. Damit wir uns zumindest einigermaßen verteidigen können. Einmal ein Speer. Und eine Fackel wäre nicht schlecht, aber dann brauchen wir wieder Pflanzenfasern und wir brauchen auch noch den Saft. Da oben hängt einer. Ja, wo warst du? Hier. So, da haben wir schon einmal Saft. Wie viel Saft brauchen wir für eine Fackel? Wissen wir das aus dem Stegreif? Eine Fackel. Wir benötigen noch einmal grobes Seil und, ach ja, trockene Grasbrocken. Und dafür brauchen wir wieder eine Axt. Können wir denn die Axt schon herstellen? Eine Kieselaxt. Nehmen wir die schon mal mit. Sammeln wir noch Pflanzenfasern. Die brauchen wir auch. Die Käfer lassen wir noch leben. Hier ist nochmal Saft. Und ein bisschen Pflanzenfaser. Das ist immer sehr gut. Die braucht man ja tatsächlich für fast alles, was wir bauen. Da müssen wir mal gucken, dass wir langsam uns eine Basis irgendwo errichten. Vielleicht an dem Laser, an dem Kasten, den wir da gefunden haben. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob, wenn ich jetzt an dem Baum ankomme, ich auch wieder zurückfinde. Zumal da ist mein Rucksack. Ich hätte jetzt gedacht, da ist der Baum. Also wir können uns hier schon schnell verlaufen, gerade im Dunkeln. Ist auch gar kein Mondschein, ne? Können wir uns am... Doch, da. Am Mond können wir uns orientieren. So einigermaßen. Ich bräuchte auch noch mal einen Wassertropfen. Da hinten haben wir einen. Das war ein bisschen was zu trinken haben. Okay, das geht nicht. Ah, das war gut. Jetzt müssen wir nur noch mal kurz warten auf unseren Speer. In der Zeit. Ah nee, die großen können wir gar nicht mitnehmen. Die bringen uns ja nichts. Geh weg. Ah, verdammter Milbenpilz. Verdammte Milbe. Erkunde das Labor. Ja, wir sind ja schon auf dem Weg. Was ist denn das? Geh weg. Das sind aber auch viele von denen. Die sind ja fast unsichtbar bei Nacht. Wir brauchen eine Fackel.
Nützt ja alles nichts. Im Dunkeln können wir nicht jagen. Wir brauchen trockenes Holz, also trockene Pflanzenfaser. Ja, wir können in Richtung Rucksack gehen und vielleicht finden wir ja unterwegs was. Oh, hier noch ein paar kleine Kieselsteinchen. Die brauchen wir. Die sind ganz wichtig. Behaupte ich jetzt einfach. The best punch to the gut you'll ever take. Wenn der Marienkäfer schläft, würde ich den kalt kriegen? Wie viel Schaden mache ich denn eigentlich? Das ist ja nix. Das ist ja gar nix. Der hat ja überhaupt nichts verloren. Da hinten sind die leuchtend roten Augen, wie so ein Dämon. Der ist besessen, der Marienkäfer. Zählt das als Pflanzenfaser? Nein. Oh, hier haben wir noch Wassertropfen. Die sehen aber nicht mehr so sauber aus. Haben so einen leichten Grünstich. Ich soll ja eigentlich die Nacht in einem offenen Zelt verbringen, ne? Pass auf, da können wir doch mal gucken, was brauchen wir denn noch fürs Zelt? Wir stellen jetzt hier einfach mal mitten im Weg so ein Zelt hin. Wir sind ja schon fast da. Dreimal Klee. Eins, zwei, drei. Super bauen. Okay, dann schlafen wir jetzt 8 Stunden und dann sollte es ja wieder hell sein. Mann, oh Mann, haben wir lange geschlafen. Uah, Jetzt ein Kaffee. Ah nee, gar nicht, ich bin ja minderjährig. Trink ja gar keinen Kaffee. Jetzt ein Red Bull. Brauche irgendwie trockene Pflanzenfaser. Ach nee, ich brauche jetzt gar keine Fackel erstmal. Ich bin ja gleich am Rucksack. Da haben wir ja noch eine Fackel drinne. Guckst mir ein bisschen zu neugierig, mein Freund. Die ist interessiert an uns. Können wir das hier auch ernten? Ich kann es abbauen mit einem Hammer. Ich habe keinen Hammer. Also die kleinen Grünen sind ja irgendwie knuffig, ne? Was bist du nochmal? Ist das so eine Grasmilben? Oh, Saft. Baumsaft. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier irgendwo ist diese riesige Tarantel. Vogelspinne. Rack Attack. Radioaktiv verstrahlte Viech, was uns hier gefressen hat letztes Mal. Da. Das sind 2 Stück. Die sind ja riesig. Ich frage mich, wie viel die aushalten. Habe ich überhaupt eine Chance gegen die? Kann ich die auch wegmachen? Wenn ich wieder groß bin, da brenne ich den ganzen Garten nieder. Er ist vorbei mit dem Ungeziefer. Aber erstmal bin ich gespannt, was passiert, wenn wir jetzt auf diesen Knopf drücken. Mein Rucksack. Rucksacküberreste. Ah, ich bin voll. Ja, können wir nichts machen, ne?
Da können wir leider nichts machen. Da können wir nicht alles mitnehmen. Wir brauchen ein paar Vorratskisten. Irgendwo, wo wir sagen, dass wir da eine Basis aufbauen. Da müssen wir uns irgendwo mal ein bisschen häuslich einrichten. Vielleicht auch irgendwo, wo fließend Wasser ist, aber nicht an dem Baum. Ich will nicht in der Nähe dieser Spinnen sein. Oh. Oh, was ist das? Ja, hallo? Das ist ja toll. Da haben wir richtig abgestaubt hier drinne. Hier sind die Überwachungsmonitore. Batterie-Backup-Fehler. Ob wir hier noch irgendwelche anderen... Oh, guck mal. Anderen Überlebenden finden? Unbefugter Zugriff. Das heißt, irgendwer kann ja, der komische Professor hier, dessen Tapes wir gefunden haben, wird ja wohl seine Hand hier rauflegen können und diese Tür öffnen. Ob hinter dieser Tür das Labor ist, wäre ja eine Möglichkeit. Na, hoffentlich ist der gute Professor nicht in die Luft geflogen hier mit seinem Labor nebenan. Sonst haben wir ein kleines Problem. Ein Roboter. Können wir den aufheben? Wird das unser Freund? Hilft er uns? Ja, moin. Mit Schnurrbart. Ja, gern. I am Burgle, acting science manager for this project. I am also a robot. Ne, ist nicht wahr. I am sure this all must be very disorienting for you, but hopefully I can explain. Wir können mit ihm chatten. Very disorienting for you, but hopefully I can explain. I suspect you were miniaturized by Dr. Tully's spacer device. Why are you here in the yard? I do not know. In fact, I cannot seem to recall. A recent power surge has caused a massive raw science containment explosion. And what's worse, the explosion has disrupted my computing power. Sorry to pile on the bad news, my new friend. How can I be of service? Okay, also bis jetzt war er nicht so wirklich hilfreich. Ja, wo bin ich? You are here, in the Oak Lab. Used by Dr. Wendell Tutelli to experiment on all things small. Dr. This Wendell is the Tutelli. base of operations for conducting experiments in his yard. Dr. Tully is a brilliant scientist and inventor. He is also my creator. My initial protocol was to serve as the... However, I have been recently promoted to acting science manager to assist with his experiments. Although, now that I am processing it, I have not seen him for several weeks. And now I cannot recall where he went. It seems you and I are both a little discombobulated. Given my best calculations, your biomass has been subject to covalence. In other words, you have been shrunk. It is likely this was achieved. You shrinking can be a traumatic experience. For to return to your prior size, you would need to successfully activate Dr. Tully's spacer platform. Unfortunately, my readings indicate it is inoperable. It appears to have. I am sorry. But it appears you may be ha ha! That is a great idea. Let me run a full diagnostic processing. Memory fault. Code Toll. for ARG. I am sorry again. It appears without those memories, I do not know how. Naja, wie dem auch sei, also er kann uns erstmal nicht helfen. Bei ihm ist was kaputt. Das heißt, wir müssen erst ihn reparieren mit seinen Speicherfähigkeiten, damit er uns helfen kann, das hier zu reparieren. Damit wir wieder groß werden. Was ist das? Oh. 500 pure Wissenschaft gefunden. Das schmeckt erstmal.
Oh, jetzt bin ich hier einmal im Kreis gelaufen. Das war's schon. Bin ich hier einmal im Kreis gelaufen? Ja. Tja, dann müssen wir noch mal zu unserem Kumpel da hinten hin. Der muss uns noch weiter. Oh, wir dehydrieren. Der muss uns später vollquatschen. Wir brauchen was zu trinken. Ich habe auch noch gar kein Trinkgefäß, ne? Mal gucken. Wir haben hier haben wir noch einen Hammer-Symbol. Ach so, ja. Sind die Spinnen nachtaktiv? Bin ich hier tagsüber sicher? Ja, wir sind unterwegs. Hier ist ein Teich. Ich hoffe, wir kommen da irgendwie vernünftig ans Wasser ran. Oh, wie komme ich denn hier runter? Oder beziehungsweise wie komme ich denn hier wieder hoch, wenn ich runter bin? Das sieht mir ein bisschen zu steil aus. Hier müssten wir doch zurechtkommen, oder? Ach, toll. Das Wasser ist auch nicht gut. Jetzt müssen wir was essen. Und ein paar Pilze reinschmeißen. Ja, die Teichanlage, die könnte etwas besser sein vom Gewässer. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass wir hier am Teich ein bisschen Frischwasser haben. Oh, unsere Mushrooms sind alle. Komme ich denn da jetzt wieder hoch? Muss ich außen rum gehen? Aha. Hey, mein Freund. Bleib hier! Eine Blattlaus. Oh Gott! Was ist das? Ich komme hier nicht weg. Oh mein Gott, ey. Ach du Kacke, da ist diese verdammte Vogelspinne schon wieder. Die kommt hinterher. Ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, das ist jetzt sowas von unpassend. Ist sie weg? Puh, das ist auf jeden Fall eine ganz gefährliche Ecke hier vorne. Ach, Dreckwasser. Das hilft mir nicht weiter. Blumen. Oh, das ist ja schön. Ist das für mich ein Aussichtsturm oder ist das eine Lampe? Oder ist das so eine Insektenfalle? Das sieht aus wie so eine Gartenleuchte, ne? Oh, da kann ich auch was mit anfangen. Komm hier auch nicht hoch, oder? Nee. Schade. Wollen wir hier ein Lager aufbauen? In der Nähe von dem Baum. Macht das Sinn? Bin mir nicht sicher. Wir haben zwar hier ein schönes Gewässer, also die Aussicht wäre Hammer. Aber wir können halt hier auch nichts trinken, ne? Wir können mit dem Wasser nicht viel anfangen. Oh. Da ist eine Spinne. Ich würde gern wissen, was das Helle da vorne ist. Sind das Eier oder? Die hat das gerade so betüddelt. Oh, die kleine Blattlaus ist da drin gefangen. Oh.
Oh oh. Oh oh. Das ist bestimmt richtig praktisch, also weil es schwer zu kriegen ist. Aber erstmal müssen wir hier mal eine vernünftige Stelle für eine Basis finden. Ich denke, in der Nähe vom Baum wäre es ja grundsätzlich nicht verkehrt, weil wir müssen ja sowieso den Roboter reparieren. Andererseits ist halt das Problem, was wir haben, dass es hier sehr, sehr viele Spinnen gibt. Da oben sind auch noch Spinnweben. Da ist eine Spinne am Durchgang. Da kommen wir auch nicht dran vorbei. Ja, es wäre vielleicht nicht die beste Stelle, um sich eine Basis aufzubauen. Würde ich vielleicht sagen, die Basis, die bauen wir uns da auf, wo wir hergekommen sind. Dass wir uns da was Größeres hochziehen. Und hier vorne müssen wir dann halt immer wieder hinlaufen, unsere Mission machen. Aber um sich hier längerfristig aufzuhalten, ist die Gegend doch vielleicht ein bisschen zu gefährlich. Bin ich denn zu Burke gekommen? Da war noch Saft. Muss ich hier auch aufpassen, weil hier ist ja irgendwo. Oh, mein Inventar ist voll. Hier ist ja irgendwo auch diese Spinne, ne? Da sind die beiden und es wird langsam dunkel. Letztes Mal haben die mich bei Dunkelheit hier gefressen. Okay, wir schnacken nochmal mit Burke. Was war das? Ach, Marienkäfer. Ah, alles gut. Und dann gucken wir mal, was Burke jetzt eigentlich noch von uns möchte, wie wir dem helfen können, damit er uns helfen kann. Hallo Burke. I am sure this all must be very. I suspect you are miniaturized, but why are you here? A recent and Müssen wir jetzt von vorne anfangen zu sorry to quatschen? return to your prior size. You would unfortunately, my readings indicate. I am sorry. Dr. Tully used two types of chips to back up my memory. Auxiliary chips are small capacity chips used to store project data. If you find these, I should be able to help you learn new survival recipes. Super chips are special, and they are gold. They back up full directories of my memory system. If we are going to fix the spacer, that data is bound. I suggest exploring the other labs in the backyard. Return with any memory chips you find. Dr. Tully has built many more labs throughout the yard. Each lab is used for various experimental procedures. I can upload their log processing. Processing. Das ist ja mal interessant. Also hier gibt es noch einige mehr Labore, die müssen wir alle finden. In den Laboren sind Speicherchips. Files, not cheese and fries. Und The er kann uns nicht locations sagen, are wo die missing from Standorte my memory sind. banks too. But we are in luck. I was able to retrieve the location. The hedge lab is the observation center of the yard. And used for research on. You will find the hedge near the house if you head southeast. The lab is located deep inside the hedge. Try to find the hedge lab first. But there is nothing stopping you from searching the yard for the other labs. Except, of course, thousands of angry. That reminds me. Dr. Tully locks the important labs with biometric scanners. You will need head over to the ASL terminal and place your hand on the biometric scanner near it. Give it a moment to sync your signature into the. Once you are registered, you will be granted a ASL grants access to daily work items. Nay, tasks. Nay, quests. Yes, quests. I will. In my science shop, you can trade raw science, but log on to the ASL. Unless you have any other questions, you really should get started. Find. Have an exponential. Okay, also wir müssen einmal das Heckenlabor finden. Wir müssen an dem ASL-Computer unsere Daten hier einpflegen, damit wir über diese biometrischen Handscanner, wo ist denn der Computer hier drin?
damit wir über diese biometrischen Handscanner auch in die anderen Labore reinkommen. Und wenn wir bestimmte Quests erfüllen, dann kriegen wir von dem guten Herrn hier ein paar, also vom Burke, kriegen wir ein paar Überlebensrezepte, die uns sicherlich weiterhelfen werden. Wobei ich an seiner Kompetenz so ein bisschen zweifle. Gut, also das Heckenlabor. Haben wir es draußen noch hell oder ist es dunkel? Aha, draußen ist bestimmt kälter als nachts. Es wird langsam dunkel. Das ist natürlich sehr schön. Können wir... Ah, ich kann das Ding nicht fertig bauen. Mir fehlt Klee. Das heißt, wir können uns ja noch mal... Ich muss hier weg. Okay, ich schlafe 8 Stunden. Verdammt. Okay, ich darf nicht schlafen. Das heißt, wir müssen wandern. Wir müssen gucken, dass wir auf keinen Fall nochmal einer Spinne begegnen. Und wir müssen das Heckenlabor finden. Das Heckenlabor ist Richtung Süden. Ich habe ja nicht mal einen Kompass. Wo ist denn hier Süden? Also wir... Was ist das? Okay, irgendwas Großes auf jeden Fall. Wir gehen weiter. hat er gesagt, Süden von Richtung Haus kommend? Ich werde doch hier höchstwahrscheinlich, wenn ich ein bisschen höher gehe, eine Hecke sehen, oder? Da ist eine Hecke. Das ist die einzige Hecke. Wir haben da hinten haben wir Zaun. Das sind tatsächlich Lampen. Und da ist die Hecke. Allerdings wird das Labor in der Hecke genutzt, um Spinnweben zu erforschen. Das heißt, dort werden auch einige Spinnen sein. Ich soll eine Grasplatte im Ressourcenanalysator analysieren, eine Werkbank bauen und ich soll pure Wissenschaft im Shop ausgeben. Ich würde tatsächlich lieber erstmal meine Basis bauen, dass ich irgendwo einen Unterschlupf habe. Und wenn wir den mittleren Bereich des Scanners nehmen, sind wir tatsächlich vom Garten sehr zentral, ne? Wir haben es zur Hecke nicht allzu weit, wir haben es zu dem Baum nicht allzu weit, wo ja auch ein Labor ist. Wir haben es zu dem Zaun nicht allzu weit. Das Haus ist auch gleich um die Ecke, also direkt in der Nähe. Und nach hier hin weitergehend ist ja quasi eh Gewässer. Ist natürlich die Frage, ob wir auf die andere Seite des Gartens auch kommen, wo diese Gartenhütte ist. Dann wären wir natürlich hier ein bisschen zentraler gelegen. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal hier an. Wir bauen uns da erstmal ein Luxushotel vom Feinsten. Ja, eine ein 4-Sterne-Zelt können wir da hinstellen. Und dann werden wir von dort aus erstmal agieren. Und die Welt hier erforschen. Was ist der? Oh Gott, ein Vogel. Kann der mir was tun? Frisst der mich? Ich geh mal lieber wieder ins Unterholz. Können wir nochmal einen Schluck trinken, ne? Wieso habe ich denn immer noch nur einen Speer? Ich habe doch zwei. Achso, der andere war ja noch im Rucksack. Oh, das aber. Unpraktisch. Muss ich erstmal gucken, wo sind denn die Laser? Da ist irgendwo Rauch. Hier ist eine Cornflakes-Packung.
Ich hätte jetzt gedacht, dass man die doch ganz gut sieht eigentlich aus dem Garten. Aber wenn hier der Baum ist, müssten wir ja rein theoretisch nur in die Richtung gehen. Aber was ist das? Da leuchtet es doch auch. Da ist doch auch eine Explosion oder irgendwas gewesen. Aua! Oh, Glück gehabt. Ist das ein Frosch? Da haben wir ein Ausrufezeichen. Wofür ist das Ausrufezeichen? Habe ich da drinnen tatsächlich was vergessen zu machen? Oh, das ist ja ärgerlich. Dann müssen wir da wieder zurücklaufen. Aber erstmal müssen wir uns hier irgendwo, wo wir auch Vorratskisten haben, dass wir da ein bisschen Nahrung sammeln können. Irgendwie eine Wasserflasche oder irgendeinen Wasserbehälter müssen wir herstellen. Dass wir Wasser haben für unterwegs, wenn wir auf Reisen sind. Durch den Amazonas des Vorgartens. Kneipen da die ganze Zeit. Ist das der Vogel? Okay, die können wir auch nicht mehr mitnehmen. Gucken, was wir noch sammeln können. Oh, eine Schnecke. Also ein Schneckenhaus. Kann ich aber nichts mitmachen, oder? Nee, baut sich nichts ab. Schade. Na gut. Jetzt haben wir hier schon mal einen Laser. Wo guckt denn der Laser hin überhaupt? Der Laser guckt nach da. Das ist der Vogel, der so einen Krach macht. Ich hoffe mal, dass der mir nichts tut. Noch ein Steinchen mitnehmen, ein bisschen Pflanzen ver. Oh, da sind wir auch schon voll. Ja, so langsam können wir nichts mehr mitnehmen. Kommt mir das hier irgendwie bekannt vor? Da sind noch mehr Laser. Und der Laser guckt nach. Oh, wir sind da. Das war ja gleich um die Ecke. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal unser Lager aufbauen. Weil wir müssen ja letztendlich an diese Maschine sowieso wieder ran, um groß zu werden. So, ein bisschen Mampf-Mampf mitnehmen. Der ist immer noch voll. Ja, gut. Dann fangen wir erstmal an hier mit Bauen. Wir brauchen definitiv ein Zelt. Ein Zelt wäre ja schon mal sehr praktisch. Das können wir ja auch drehen, ne? Ah, jetzt fehlt mir schon wieder Klee. Oh, ich hoffe, das passt in mein Inventar. Lol. Schaut mich an, ich bin ein Gott, ich kann fliegen. Mein Inventar ist voll. Ah, was können wir denn da machen? Können wir was umpacken? Stein hier runter.
Ja, geht. Bringt mir aber nichts. Da muss noch mehr Stein runter. Ich kann nur einmal Stein runternehmen. Dann nehmen wir die. Hä? Na gut, was brauchen wir denn? Oh, das ist anderer Saft. Läuse-Honigtau. Saft. Wofür ist der denn? Ein süßes Sekret von Läusen, das ein wenig den Hunger und Durst lindert. So, so. Blütenblatt. Pass auf, die schmeißen wir erstmal raus. Kann ich nicht. Z. Ah. Wie viel Klee habe ich jetzt? So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Dann stellen wir uns hier in der Ecke erstmal ein schönes Zelt hin. Wunderbar. Und dann können wir jetzt mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall noch Vorratskisten. Jetzt müssen wir uns mal so ein bisschen vorbereiten, dass wir hier überhaupt was erkunden können. Eine Vorratskiste. Ah. Jetzt fehlt mir eine Eichenschale. Hier haben wir keine Eichenschale. An dem Baum da hinten, von dem wir gerade erst gekommen sind, da gibt es Eichenschalen. Oh. Oh. Bin ich sicher, dass ich hier bauen will? Will ich mich hier niederlassen? Das Viech war ja riesig, wenn das auf der Wanderroute von dem Tier ist. Wir brauchen Mauern. Wir brauchen riesige Mauern. Überdachte Mauern. Das ist eine Spinne, die kann ja klettern. Ja gut, erstmal haben wir jetzt unseren Schlafplatz. Das heißt, wir werden hier unseren Respawn-Punkt setzen und 8 Stunden schlafen. Was eine Nacht. Männliches Husten. So, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns erstmal von heute. Wir haben viele neue Aufgaben hinzugekriegt. Die werden wir alle nach und nach abbauen. Und das nächste Mal werden wir aber als allererstes uns hier eine Basis hinbauen. Damit wir einen geschützten Unterschlupf haben, an dem wir uns auch zurückziehen können. Und von hier aus werden wir dann die erste Zeit erstmal agieren. Packe ich denn überhaupt die Fackel weg? Gar nicht. Cool. Ach, ich habe keinen Platz im Rucksack. Ja, toll. Gut, die Fackel lassen wir runterbrennen. Sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann geht's weiter. Dann bauen wir eine riesige Basis. Und dann geht's los. Bis dahin, ich danke erstmal fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, ciao.